Am nächsten Tag geht Stefan Sindera und Paul Richter bei einer Routinestreife ein Motorraddieb ins Netz. Der junge Mann, den wir hier gerade zur Wache zuführen, heißt Leo Bruns. Der machte sich gerade an einem Motorrad zu schaffen, was zur Fahndung ausgeschrieben ist. Also das heißt, da sind wir erstmal froh, dass wir dieses gestohlene Motorrad sicherstellen konnten. Was er damit zu tun hat, wissen wir noch nicht. Deshalb haben wir ihn mit hergenommen und wollen ihn dazu befragen. Sie sind beschuldigt am Strafverfahren. Wie ich gesagt, ich sag dazu nichts. Ja, gut, das ist natürlich ihr gutes Recht. Sie müssen nichts dazu sagen. Sie vereinfachen uns aber, beziehungsweise Ihnen auch, den Sachverhalt. Desto schneller können Sie auch nach Hause gehen. Ne? Und wenn Sie wirklich nichts damit zu tun haben, keinen Dreck am Stecken haben, dann würde ich was sagen. Ne? Das ist schön, ich sag trotzdem nichts. Herr Bruns, das Zweirad, um das es hier geht, ist gestohlen gemeldet von einem Herrn Wiegmann. Gestohlen heute. Vor dem Haus des Besitzers. Schlüssel haben Sie wahrscheinlich auch irgendwo dabei, ne? Ja. Wenn Sie jetzt kein Chromfetischist sind und da einfach nur mal das Auspuffrohr anfassen wollten, wie gesagt, dann stehen Sie tatsächlich im Tatverdacht, das Ding mitnehmen zu wollen, ne? Indes taucht eine junge Frau auf, die der mutmaßliche Motorraddieb bei seiner Festnahme kontaktiert hat. Das ist die Schwester. Haben Sie Ihre Schwester angerufen? Sollen Sie ihr helfen? Ja, ich hab ihr Bescheid gesagt, dass ich hier bin. Ja, sind Sie Anwältin? Gut, dass du gekommen bist. Nein. Wie siehst du überhaupt aus? Wie sieht er denn aus? Na ja, aus. So siehst du doch normalerweise nicht aus. Ich verstehe das alles nicht. Warten Sie, ich zeige Ihnen ein Bild. Wie sieht er denn aus? Was sieht denn anders an ihm aus? Was haben Sie denn gemacht? Er ist der vernünftigste Mensch auf der Welt. Ich verstehe gar nicht, warum er jetzt hier sitzt. Der, so hart wie er tut, das wirkt er auch nicht. Ich will nicht hier sagen. Schauen Sie einmal. Ich habe ein Bild von ihm. Leo, was ist denn mit dir? Haben Sie sich tätowieren lassen, frisch, oder was ist das? Was? Ja, das aufgemalt. Das erinnert mich an eine Geschichte, als ich ein Kind war. Da habe ich immer jedes Jahr auf dem Rummel gespielt mit dem Dosen-Harry. Dosen-Harry, weil er immer eine Dose dabei hat. Der wollte besonders hart sein. Er hat sein T-Shirt ausgestopft mit so Kuscheltieren. Ne? Wir haben ja mit seiner Dose gespielt. Und jetzt kommt der Hammer, warum ich das sage. Weil er so hart sein wollte, hat er sich von diesen Kaugummis, hat er sich da immer so Tattoos an den Hals gemacht, ne? Weil er so ein richtig harter Kerl sein wollte. Und ehrlich gesagt, das sieht für mich auch so ein bisschen so aus, ne? Aber sind das keine echten Tattoos oder was? Nein, die sind nicht echt. Frau Bruns, also, vielleicht können Sie uns dabei helfen. Das Motorrad gehört einem Herrn Wiegmann. Hat er vielleicht mit dem irgendwas zu tun? Der Wiegmann wohnt das ist doch unser Nachbar. Wollte ich gerade sagen, der Wiegmann wohnt auch in der Liesenstraße 17, 18, 19 und Sie sind gemeldet in 17. Das ist noch aktuell Ihrer Antwort. Das verstehe ich nicht. Hast du unserem Nachbarn sein Motorrad geklaut oder wie? Deswegen sitzt er hier. Sind Sie denn motorradaffin und haben Sie gedacht, komm, heute mache ich mal ein paar Ziehbilder auf den Nacken und dann fahre ich mal eine Runde? Oder was soll der Quatsch? Haben Sie einen Rucksack? Okay, er ist nicht hart, aber er trinkt harte Sachen. Das erklärt die 0,7 Promille, ne? Wann haben Sie denn getrunken? Vor oder nachdem Sie aufs Motorrad gestiegen sind? Nein, als ich gefahren bin, war ich noch nüchtern. Ich habe es gemacht, als ich es verkaufen wollte. Also wollen Sie es verkaufen? Ist das der Schlüssel vom Motorrad? Ja. Was waren das denn für Gesellen, mit denen Sie sich da abgegeben haben? Wollen Sie da ein bisschen auf dicke Hose machen oder was mit Ihrem... Nein, ich wollte... Kleinen Schnaps, ein Tattoo? Nein, nein, nein. Ich wollte Ihnen das, wie gesagt, einfach verkaufen, das Motorrad. Ich, wie ich an die Schlüssel gekommen bin, also... Ja. Wir wissen halt einfach, wo diese Schlüssel einfach liegen. So, ja, der Wiegemann ist ja Ihr Nachbar. Ja, das ist unser Nachbar. Genau. Er vertraute uns die Schlüssel an, damit wir immer nach den Rechten gucken, so wenn er mal nicht da ist, wenn er auf der Arbeit ist. Damit wir halt immer Zugang haben zu seinem Haus und daher wusste ich halt, wo dieser Schlüssel liegt. Brauchen Sie Geld? Ja. Für wen brauchen Sie denn Geld? Müssen Sie irgendwas bezahlen, das ist Schulden. Macht Ihnen jemand Druck? Junge, du bist 18 Jahre alt, ich will dir helfen. Ne? Ich hab jetzt, sonst schreibe ich, wie es ist. Was soll ich machen? Da kommt ein richtiges Paket auf Sie zu. Und da kommt kein halber Hühnerstall. Was ist das für ein Geschrei da draußen? Keine Ahnung. Alles checkst du's nicht. Junge Dame, möchten Sie einmal reinkommen? Ja, wollen wir. Ja, bitte. Schon da, bitte. Ja, toll. Komm rein jetzt. Meine Güte, das kann nicht so schwer sein. Schönen guten Tag, Sindera, mein Name. Hallo. Wo liegt denn das Problem? Ja, und zwar meine beste Freundin möchte gerne eine Anzeige erstatten, weil, wie Sie sehen, hat sie ein blaues Auge. Ich bin mir auch nicht sagen. Das ist eine Lüge. Das stimmt. Nein, das ist natürlich eine Lüge. Du lügst mich ganz halt an. Nein! Denkst du, ich bin doof? Du weißt doch, dass es geht. Okay, okay, hallo. Wir wollen auf jeden Fall eine Anzeige erstatten. Geht? Nein, wollen wir okay, nicht. Okay, Sie sind die beste Freundin, die sich Sorgen macht. Sie können mal das Kind vielleicht abnehmen. Clara? Ja.
Ja. Kennen die Damen sich? Ja, ich kenne sie. Okay, das ist aber jetzt ein Zufall, oder? Das ist die Schwester von meinem Freund. Was machst du hier? Leo Bruns? Ist Leo Bruns ihr Freund? Ja. Hat der sie geschlagen? Nein. Doch, okay, hat er natürlich. Okay. Wie geschlagen jetzt? Nee. Ja, guck doch. Alles nein. Gut. Nein. Was? Alles gut. Jetzt, erst hat er ein Motorrad geklaut und jetzt schlägt er auch noch seine Freundin. Das weiß ich jetzt nicht. Das kann doch nicht sein. Tun Sie mir einen Gefallen, gehen Sie bitte da rein. Ja, kommen Sie mal vom Flur runter. Die Beweise gegen den 18-Jährigen verdichten sich. Doch der Schüler hat sich bisher nie etwas zu Schulden kommen lassen. Woher kommt also dieser Sinneswandel? Wer sind Sie denn? Mein Name ist Lothar Wagner. Frau Wagner, aber erstmal in allen Ehren. Es ehrt Sie, dass Sie Ihre Freundin dazu gebracht haben, hierher zu kommen. Ja, anders lernt sich es ja irgendwie nicht. Es gibt nämlich sehr viele junge Frauen, die trauen sich das nämlich nicht von alleine. Ja. Wenn Gewalt in der Beziehung das eine Rolle spielt. Das war gar nicht so. Na gut, okay, nee. Geben Sie ihr doch, wie ist denn Ihr Name? Clara Ritter. Okay, dann sagen Sie mir doch mal, wie das passiert ist, das blaue Auge. Also, sie weiß das auch. Ich fahre in meiner Freizeit gerne Skateboard. So. Das stimmt gar nicht. Natürlich stimmt das. Und dann bin ich halt damit so eine Treppe runtergefahren mit dem Skateboard und wollte da so einen neuen Trick versuchen und dann bin ich halt hingefallen. Ja, ist klar. Ja, siehst du doch. Entschuldigung, aber sie lügt. Sie hat nicht annähernd was mit Sport. Also, das stimmt böse gemeint, aber das. Doch. Ey, du lügst schon wieder. Das ist also. Was ist denn mit den Damen? Du musst die auch mal. Ich helfe dir doch gerade. Du musst dich doch auch einlassen. Das ist keine Hilfe, wenn wir nach hier gehen und das nicht mal. Bitte hören Sie mir zu, das ist ein Hilfeangebot. Das ist kein Hilfeangebot. Sie ist seit 8 Monaten mit Ihrem Freund zusammen, ne? Ja, und mit dem Herrn Bruns. Genau, mit dem Herrn Bruns, der anscheinend ja auch da vorne sitzt gerade. Ich weiß ja nicht warum, sie will mir auch, sie weiß anscheinend bestimmt davon, aber sie will mir gerade von nichts erzählen. Ja, weil wahrscheinlich auch alles eine Lüge ist, was bei dir hier ankommt. Tun Sie mir mal einen Gefallen. Ich bedanke mich erstmal für Ihre Aussage. Kommen Sie mal. Ja. Nein, das geht nicht. Nehmen Sie einmal raus. Sie würden sie ablügen. Nee, Liebelein, gehst du einmal raus und setz dich draußen hin? Ja, das war nicht das letzte Mal. Danke, das war nicht das letzte Mal, dass wir miteinander geredet haben. Einmal im Zubau. Okay. Meine Liebe. Ja. Da am Pfeilchen, ne? Sollen wir da vielleicht mal ein bisschen graben, wie das kommt? Weil vom Skateboarden kriegst du wahrscheinlich dann, wenn die Freundin sagt, du sollst dir mal ein bisschen helfen. Nein, ich bin wirklich nur mit dem Skateboard gefahren, wollte einen neuen Trick ausprobieren und dann bin ich hingefallen. Aha. Mehr ist das nicht. Warum ist denn dein Freund heute hier und wird von uns, hat es angeblich dringend nötig, ein Motorrad zu klauen und landet hier? Das weiß ich nicht. Ja. So, jetzt sagen Sie mir doch erstmal, wie alt sind Sie eigentlich? 16. Wo wohnen Sie denn? Haben Sie einen Ausweis dabei? Ja, mit meiner Mutter zusammen. Mit Ihrer Mutter zusammen. Dann rufen wir doch mal. Die will ich jetzt mal herbestellen. Mich wundert, dass hier zwei Leute mit einer offensichtlichen Schädigung bzw. als Schädiger bei mir auf der Wache auftauchen. Das ist ja nicht normal. Scheinbar schon. Willst du mich jetzt auch auf den Arm nehmen? Nein, aber da kann ich ja jetzt nichts für. Meine Freundin wollte, dass ich nach hier komme. Obwohl ich nicht wollte. Wo ist denn deine Mutter zurzeit? Die ist nicht zu Hause. Wo ist sie denn? Im Krankenhaus. Was hat die denn? Der geht's nicht gut. Da hast du uns mehr aber oder gerade eben nicht erwähnt, ne? Nee. Ich hab jetzt den Opa erreicht. Der kommt jetzt. Der braucht aber gar nicht zu kommen. Warum? Warum soll er nicht kommen? Weil ich kann ja auch gleich einfach wieder nach Hause gehen. Warum soll der Opa nicht kommen? Weil der hat auch schon genug Stress, weil meine Mutter im Krankenhaus ist, seine Tochter. Und dann braucht er doch nicht das hier noch, obwohl hier gar nichts ist. Herr Bruns, mir sind Informationen zugetragen worden, nach denen Sie Ihre Freundin schlagen. Nein, ich würde meine Freundin niemals schlagen. Sondern? Wer sowas macht, ist einfach nur krank. Tja. Guten Tag. Guten Tag, Ritter ist mein Name. Ich wollte meine Enkelin Clara abholen. Ach so, ja, dann muss ich sie einmal... Ja. Hey! Was soll los hier? Arbeitsbüro! 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 Dass ich dich hier sehe! Lass dir wieder tief blicken! Wie siehst du überhaupt aus? Was für eine Kriegsbemalung ist das denn? Der Grund für den Ausraster des 18-Jährigen ist Paul Richter vollkommen schleierhaft. Da der Schüler weiterhin schweigt, durchsucht er erneut seinen Rucksack. Du hast eine Kautionvereinbarung getroffen für heute. Auf der Wache wollen Stefan Sindera und Paul Richter immer noch herausfinden, wer für das blaue Auge der 16-Jährigen verantwortlich ist. Doch die Schülerin schweigt. Wenn dich jetzt jemand schlägt, dann helfen wir dir.
Ja? Das fängt vielleicht irgendwann harmlos an mit einer Ohrfeige. Nachher wirst du geschubst, dann im nächsten Monat geht's weiter. Dann kriegst du eine richtige Backpfeife. Guck mal, wo das jetzt geendet hat, mit einem blauen Auge. In der Psychologie sprechen wir von Shifting Baselines. Das heißt, die Grenzen, die verschwimmen immer weiter nach hinten, ja? Du musst immer mehr ertragen, immer mehr erdulden. Du bist 16 Jahre, wie soll denn das ausgehen? Er hat mich nicht geschlagen. Er hat dich nicht... Er hat ja zusammen vor, eine Mietwohnung anzumieten, ne? Ach, was ist das hier? Der Mietvertrag war bei ihm im Rucksack. Hm. In diesem Mietvertrag sind Kautionskosten vorgegeben. Der würde heute in Kraft treten, die wären heute zu zahlen. 1.500 Euro. Das macht natürlich ein bisschen Sinn, ne, wenn der keine Patte an den Füßen hat. Verschabbelt er das Motorrad? Hat er davon erzählt? Habt ihr da vielleicht Streit drüber gehabt? Du wolltest nicht, dass er kriminell wird. Clara, du bist 16. Du kannst doch nicht ausziehen. Das geht doch nicht. Ich meine, sie lebt ja normalerweise bei der Mutter. Ich meine, ja, die Mutter ist jetzt gerade im Krankenhaus. Jetzt fühle ich mich auch irgendwie als Schutzbefohlener. Ja, ist ja richtig. Wohnen Sie drei unter einem Dach normalerweise? Normalerweise wohnen wir unter einem Dach, ganz genau. Okay, ja gut, ist ja auch nicht alltäglich. Klar, und ich würde vorschlagen, dass wir ruhig zum Arzt fahren und mal schauen, was mit deinem Auge passiert ist. Ich würde dann meine Enkelin jetzt auch mal mitnehmen wollen. Nee. Bis wir von ihr keine Informationen bekommen haben und die Sache hier restlos geklärt ist, fährt hier gar keiner irgendwo hin. Und sondern bleiben sie meiner Meinung nach auch hier. Wie, was soll das denn? Ich kann doch meine Enkelin wohl abholen jetzt. Das ist doch mein gutes Recht. Ich habe ihr doch nichts zu Schulden kommen lassen. Sie können ja draußen Platz nehmen, wenn sie keinen Bock mehr haben. Aber mit meiner Enkelin? Dann gehen wir aber raus hier. Wir reden noch gerade mit ihrer Enkelin, oder? Die ist 16 Jahre alt. Ich glaube, die kann selber sagen, auch so mit dort sprechen möchte. Ich glaube, sie kann nicht selber sagen, was sie sagen will. Ich entscheide das selber und nicht sie. Also ich sag Ihnen mal eins, ja? Momentan ist meine Tochter im Krankenhaus. Ich bin alleine zu Hause mit meiner Enkelin, ja? Und wenn da Dinge nicht laufen und man da nicht gehört wird, was ich zu sagen habe, dann rutscht mir halt auch ab und zu mal die Hand aus. Aha. Dann kriegt auch so jemand mit meiner Enkelin mal eins drüber gezogen oder meine Tochter, ja? Aber das ist eine reine Familiensache, da haben Sie gar nichts mit zu tun. Ich würde jetzt gerne mit Clara zum Arzt gehen und würde gerne dieses Gebäude verlassen wollen. Ich sag Ihnen was. Wenn ich rauskriege, dass Ihre Tochter im Krankenhaus liegt, weil Sie sie dahin geprügelt haben, ja? Dann haben wir beide noch ein Tänzchen und das wird kein Cha-Cha. Und dass Sie Ihre Enkelin schlagen, davon gehe ich jetzt mal ganz, ganz fest aus. Ja, manchmal brauchen die es ja auch, wenn die frech werden. Das ist ja, wir sind ja auch manchmal. Natürlich brauchen die es ab und zu mal. Ich meine, sonst geht's doch hier wie bei den Hottentotten geht's doch dann so zu Hause los. Wir arbeiten als Polizei natürlich auch mit Tricks und mit Finden. Und mein Kollege, der hat dann einfach dieses Spiel mal mitgespielt. Weil wir hatten ja den Verdacht, dass der Opa hier vielleicht eine gewichtige Rolle spielt und hier vielleicht seine Enkelin schlägt. Vielleicht auch mutmaßlich seine Tochter, die jetzt im Krankenhaus ist. Und der Kollege, der hat das dann einfach mal so provoziert. Der hat gesagt, ja, ist doch gut, wenn man mal zuschlägt. Ne? Und so hat sich der Herr Ritter genau bei meinem Kollegen gut aufgehoben gefunden, ne? Wobei es natürlich von meinem Kollegen eine Finte war. Und mit diesem Trick haben wir ihn aber bekommen. Der Müll trägt sich heute von alleine raus. Wir werden jetzt CD behandelt. Für die 16-Jährige hat das monatelange Martyrium endlich ein Ende. Was die Schülerin durchmachen musste, kann sich Stefan Sindera kaum vorstellen. Wenn du uns das von Anfang an gesagt hättest, ich weiß, wir sind natürlich Fremde für dich in erster Linie, ne? Aber wir sind die Polizei, wir sind die Guten, wir helfen dir, ne? Wir gucken jetzt auch, dass du jetzt erstmal nicht wieder in die Obhut deines Opas kommst. Ne? Wir gucken auch, was mit deiner Mama ist. Hat er die auch geschlagen? Ist sie deshalb im Krankenhaus? Der Großvater wird wegen Körperverletzung in mehreren Fällen und Bedrohung angezeigt. Die Schülerin lebt mittlerweile wieder mit ihrer Mutter zusammen.